Hallo, liebe Schwarzwaldfreunde, wir sind in Thalhausen, das gehört zu Epfendorf. Wir sind vorbeigefahren und haben dann Burgruinen, Mauern entdeckt im Wald. Und jetzt gucken wir uns das mal ganz einfach an. Mal gucken, vielleicht ist es sehenswert. Bestimmt. Bestimmt. Okay. Also, lassen wir uns überraschen. Steffi, wir müssen abbiegen, da ist das Schild Burgruine. Ja, es geht also hier hoch zur Burgruine Herrenzimmern. Übrigens, hier ist ein Brückchen, hier ist ein Bach und von der anderen Seite kommt auch ein Bach. Und die münden hier ein. Und wenn ich das Schild hier befolge, Naturpfad nur mit festem Schuhwerk begehbar, dann muss ich sagen, bin ich genau richtig, denn ich habe Wanderschuhe an. Oh, Steffi ist wieder losmarschiert. Nichts wie los und hinterher. Aha, wir sind richtig. Wir sind richtig, dann kann ja nichts schief gehen. Steffi, hier geht es aber ganz schön steil hoch. Dass wir ganz schön weit runter gucken. Ja, hoffen wir es. Das nächste Schild, also ist ja vorbildlich. Und es scheint eine Schlucht zu sein hier. Oh, der Bach führt ja gar kein Wasser. Vorhin war noch so viel Wasser da. Sollten wir den Weg runter gehen, dann gucke ich mal, wo das Wasser herkommt, bis da unten reinfließt. Weil Steffi hat ein Tempo drauf. Oh, da im Gestrüpp sind die ersten Mauern zu sehen. Betreten der Ruine auf eigene Gefahr. Besteigen der Mauern verboten. Ja, das ist schon interessant hier. Hier ist die Burgkapelle der Grafen von Zimmern. Und hier steht die ganze Liebe des Grafen Wilhelm Werner 1485 bis 1575 galt dieser Burgkapelle. Viele Reliquien, die er von Kurfürst von Mainz Erzbischof Albrecht von Brandenburg erhielt, fanden hier ihren letzten Platz. Graf Wilhelm Werner ist in Meßkirch beerdigt worden, liegt dort in der Familiengruft. Aber er hat verfügt, weil er diese Kapelle hier und diese Burganlage hier so mochte, dass sein Herz vor dem Altar eingelassen wird. Das ist die Kapelle. Das ist die Kapelle und da ist der Altar. Also Steffi und ich sind jetzt in dieser Burgkapelle drin. Hier ist der Altar. Ja, jetzt muss ich mich auch beeilen. Steffi ist schon ganz weit gegangen. Die ist schon ganz oben. Hallo Steffi, habe ich nicht gesagt, die ist schon ganz oben. Was geht noch weiter? Und da hinten ist das Dorf. Hier ist die Kapelle. Und hier hinten
da ist Steffi. Jetzt bin ich erstaunt, hier oben ist eine Wiese gemäht und das war jetzt nur die Kapelle und hier wird offenbar gefeiert. Ja, die Herren da hinten, ist also kein Vereinsheim, sondern kann man wahrscheinlich mieten, mein Steffi. Und die Herren da hinten, konnte ich natürlich jetzt nicht filmen, aber die machen sich jetzt gerade eine Gulaschsuppe. Da glänzt sie, die Burg, beziehungsweise das, was von ihr übrig ist. So, nun stehen wir vor der Burgruine und gehen weiter hoch. Später werden wir die Geschichte erkunden. Das war ein stolzes Gemäuer, Steffi. Ja. Und die Mauern sind die dick. Oh, da sind wir ja gleich oben. Ja, die Ruine bzw. die Burg liegt in einem Talkessel, sehr gut geschützt, umgeben von Felsen. Da drüben, man kann sie da überall sehen. Und auf der anderen Seite sind sie auch. Jetzt gehen wir mal weiter und gucken uns dieses Schmuckstück an. Oh, wo guckst du hin, Steffi? Ich hab diese Rundung. Ah, schön. Ja, mittlerweile sind wir ganz oben. Es geht zwar noch höher, aber da führt keine Treppe mehr hin, weiter geht's nicht. Nur fliegen ist schöner. Nur fliegen ist schöner. Ja, schön. Schöner Spaziergang, kein langer Weg. Anfangs ein bisschen steil, würde ich sagen. Zwei Bäche, den einfach möchte ich unbedingt rausbekommen, wo das Wasser herkommt. Ja. 20 Meter oberhalb ist nämlich nichts mehr oder 50. Irgendwie. Dann wird es Zeit loszuziehen. Dann gehen wir mal los. Ja, dann verlassen wir jetzt die Burg, Herrenzimmern und steigen wieder bergab. Alles okay. Ich habe ein paar Bilder noch gemacht, deswegen hänge ich hinterher. Jetzt hört man den Bach wieder rauschen. Und das Laub, Achtung. Und das Laub. Der Herbst naht. Jetzt sind wir gleich am Bach. Und dann überprüfen wir mal, wo das Wasser herkommt. Oberhalb im Bachbett ist nichts und unten sprudelt es ziemlich heftig. Schon merkwürdig, gell? Ja. Also es muss irgendwo da hinten aus dem Berg kommen, denn hier ist Wasser. Da sprudelt es und gurgelt es und macht es.
Du, ich geh mal zum Wasserfall. Ja, das kenne ich ja. Ja, ja. Denk dran, wir haben keine Ersatzstrümpfe. Ich pass auf. Ja. Ja, unser Auto wartet schon auf uns. Ganz da hinten, da ist es. Da. So, wir haben unsere kleine Wanderung beendet hier auf die Burgruine. Wir sind wieder unten. Es war sehr schön, ja. Sehenswert. Also können wir jedem empfehlen. Ich hoffe oder wir hoffen, dass euch dieser kleine Ausflug gefallen hat. Und wenn euch auch das Video gefallen hat, dann würden wir uns über einen Daumen freuen. So. Ja, bis dann, bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.